Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Die Sommerpause ist zu Ende. Wir haben leider vergessen, in unserem letzten Video darauf hinzuweisen. Ganz einfach, wir waren schon im Urlaubsmodus und deshalb ist das so ein bisschen untergegangen. Aber wenn ihr die Glocke aktiviert habt, verpasst ihr sowieso kein Video. Ja, sorry auch nochmal an diejenigen, deren Kommentare ich noch nicht beantwortet habe oder eure neuesten Videos kommentiert habe. Hole ich auf jeden Fall nach. Dauert natürlich etwas. So. Es ist noch Feigenzeit. Wer Feigen mag, sollte sich schnell noch welche besorgen und dieses Rezept heute machen. Wir machen Hähnchenkeulen in Feigenmarinade. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Bei uns soll es heute pikante Hähnchenkeulen mit Feigenmarinade geben und was wir dafür benötigen, sind Hähnchenkeulen. Wir haben hier 4 schön große, schon küchenfertig vorbereitet. Zitronensaft, da brauchen wir 2 bis 3 Esslöffel. Ich habe eine ganze Zitrone ausgedrückt. Wir brauchen 150 Milliliter Geflügelbrühe. Habe ich leider nicht zu Hause, also nehmen wir Gemüsebrühe. Wird genauso gehen. Lauchzwiebeln, eine Knoblauchzehe. 1,5 Teelöffel Rohrzucker. Eine Messerspitze Cayennepfeffer. Sojasauce, Pfeffer, dann eine Gewürzmischung eurer Wahl. Es gibt diese 5 Gewürze in 1. Wir haben hier osmanische Mischung genommen. Wie gesagt, sucht euch aus, was ihr wollt. Eine Chilischote, nicht alle, nur eine. Feigen, Sonnenblumenöl. Jo, und dann haben wir schon alles. In einer Schale vermenge ich nun unsere Gewürzmischung, das war 1 Esslöffel voll. Dazu 1 Esslöffel Sonnenblumenöl, Pfeffer, eine Messerspitze Cayennepfeffer, 2 Esslöffel Sojasauce. Jo, und das war's. Das Ganze verrühre ich und damit werden unsere Hähnchenkeulen eingestrichen. Wie ihr seht, die Marinade ist verrührt. Ich habe schon eine Hähnchenkeule damit eingestrichen, die weiteren 3 Hähnchenkeulen folgen und dann geht es weiter. Unsere Hähnchenteile sind nun in einer feuerfesten Form gelandet. Helmut heizt den Grill auf 200 Grad vor und dann kommen die da rein. So Freunde, unseren Grill haben wir jetzt auf 200 Grad eingeregelt. Deckel geht auf, linker und rechter Brenner sind an und in die Mitte kommen dann unsere Hähnchenkeulen. Ich denke mal so für 30 bis 45 Minuten. Nach 30 Minuten schauen wir auf jeden Fall noch mal rein. Zwischendurch müssen die umgedreht werden? Ja, das werde ich dann tun. Ja, und drinnen geht es jetzt mit Anne weiter, denke ich. Genau. Und den Deckel zu. Zack. In der Zwischenzeit habe ich die Feigen schon mal vorbereitet. Das sind 5 Feigen. 4 davon sind zur Hälfte geschnitten. Die 5. habe ich klein geschnitten, gehackt. Dadurch, dass sie weich sind, sieht es halt so aus. Unsere Chili schneide ich in Ringe. Allerdings die Kerne drin, die werden entfernt. Sonst wird es doch viel zu pikant. In einem Topf erhitze ich nun 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Darin werden unsere Lauchzwiebeln und die Knoblauchzehe angeschwitzt. Etwas Grün von den Lauchzwiebeln behalte ich zurück, hinterher zur Dekoration. Als erstes ist unsere Lauchzwiebel im heißen Fett gelandet. Da darf sie so 1-2 Minuten vor dem Knoblauch schon mal anschmoren. Nun gebe ich den Knoblauch dazu. Der Grund ist, Knoblauch verbrennt einfach viel zu schnell. Der darf nun auch etwas mit anschwitzen.
wir sehen, sehen wir gar nichts mehr. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun habe ich unsere klein gehackte Feige und die Hälfte der Chilischote beigegeben. Das Ganze wird untergemengt, darf auch etwas mitschmoren. Und dann geht es weiter. So, nach 20 Minuten haben wir jetzt unsere Keulen das erste Mal gewendet. Ja, Deckel geht wieder zu und dann schauen wir wieder rein. Abgelöscht wird das Ganze nun mit 2 Esslöffeln Sojasauce, die habe ich da schon reingegeben, und den 150 ml Gemüsebrühe. Das darf nun etwas einköcheln und dann geht es ans Abschmecken. Das Ganze kocht nun einmal auf. Nun gebe ich noch 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft dazu und unseren Rohrzucker. 3 Esslöffel Zitronensaft sind schon gelandet im Topf. Nun kommt der Rohrzucker dazu. Das Ganze wird untergerührt und darf nun einreduzieren. Mal sehen, wie lange es dauert. Ja, nach 40 Minuten sehen unsere Keulen so aus. Wir haben jetzt hier unsere Feigen und die legen wir mit der Schnittfläche nach unten in unsere Pfanne. Immer da, wo ein bisschen Platz ist. Da hier wird es ein bisschen enger. Na, so viel Platz werden wir nicht finden. Einfach dazwischen packen. Genau, hier könnte noch eine rein. So, und der Rest würde ich sagen, legen wir oben drauf. Genau. So, hier 2. Kommt genau hin. Und hier kriegen wir auch noch eine unter. Genau, die kann auch runterrutschen, ist überhaupt nicht schlimm. Das Ganze muss so 10, 15 Minuten noch mal garen. Und dann sind wir eigentlich soweit. Und ich mache weiterhin meine Marinade. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Marinade ist so gut wie einreduziert. Wie weit sind die Hähnchen? Die sind so gut wie fertig, sage ich mal. Dann können wir jetzt servieren und essen. So sieht nun unsere Hähnchenpfanne aus. Gleich kommt noch die Marinade drüber und dann essen wir. Ja, kurzes Fazit, Fleisch und Feige passt immer. Wenn ihr dieses Rezept mögt, rennt morgen gleich los, besorgt euch Feigen, macht's nach. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über jedes Abo freuen wir uns natürlich. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.